Servus Leute, hier ist wieder Brave Dave mit einem neuen Let's Play. Layers of Fear, das wird ein Blind Playthrough. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Game geht, außer dass es ein Horrorschinken ist. Er hat gute Kritiken auf Steam unter anderem. Und falls ihr das wirklich jemals sehen solltet, dann könnt ihr euch glücklich schätzen, denn dann hatte ich die Eier in der Hose. 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 You Game! Hate it! Die Eier in der Hose ist durchzuspielen. Und ihr werdet jetzt den ersten Part davon sehen. Und dann jede Woche einen weiteren Part, bis es durchgespielt ist. Ich werde jetzt nicht mehr viel Blabla machen, außer echte Emotionen kommen jetzt. Ich werde euch nicht verarschen. Mein Live-Puls seht ihr immer links oben in der Ecke. Und ich muss mich schon ein bisschen beruhigen, weil mir geht schon der Puls hoch, nur weil ich ein Horrorspiel wieder runtergeladen habe und spielen werde. Wie auch immer, beruhig dich, Dave. 100er Puls, das Spiel hat nicht mal angefangen. Entspann dich. So, das soll's fürs Intro gewesen sein. Wir starten durch. Neues Spiel. Let's go. It's lit. Athlet, ist das Blut? Das sieht blutig aus. Warum muss das Blut sein? Regen, ich mag Regen. Regen beruhigt mich. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren, allein, hoffnungslos. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Finish it. Finish him. Okay. Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Okay, da okay. Wir werden hier kurz nochmal den Sound ein bisschen lauter machen. Ich habe nämlich den Eindruck, der Typ könnte ein bisschen lauter sein. Lauter heißt auch, ich erschrecke mich mehr. Aber was man nicht alles für das Unterhaltungsbusiness tut. So, wir starten in einem kleinen Raum. Okay, schöne Bücher, schöne Grafik. I like it. Okay, ein Baby, was weggetragen wird. Nackter Arsch, Pipi-Mann. Und Instant Ban auf YouTube. Erste Video seit gefühlt Jahrzehnten und nach einer Minute schon gebannt gefühlt. So, was haben wir hier? Oh, der Dude. So. Uflia-Rapport. Okay, sehr. Lol, Ratten im Haus. Kammerjäger, bitte. 360. Okay, let's go. Ein schönes, gemütliches Zuhause. I like that. Truhe aufmachen. So, was haben wir hier? Muss ich kurz nochmal. So, let's go. An Artist Triumph Gallery Opening Wow Critics Wow's Critics Wow's Wow's WoW World of Warcraft Gallery Opening of World of Warcraft kritisiert. So, irgendwas wird hier weggemacht. I have no idea. Okay, Spacebar. Ah ja, okay, es wird sogar hier übersetzt. Cool. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio. Caravaggio? Caravaggio. Keine Ahnung. Andere vergleichen ihn mit Van Dyck. Holländer. Van Dyck. Ein von Ehrfurcht ergriffener Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will. Ging sogar so weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie Sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von ist für seine einzigartige Mischung von Renaissanceflüssen sowie fortschrittlicheren Techniken gepriesen worden. Also dieser Geist, der da im Hintergrund triggert mich schon ein bisschen. Der Künstler selbst besuchte die
Habe ich gerade irgendwo vor. Nee. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreisenden Verlobten. Atemberaubend anzusehen in ihrem schwarzen Abendkleid enthüllte. In ihrem schwarzen Abendkleid enthüllte für uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwarte. Also es geht wahrscheinlich um uns als Künstler und unsere Frau, die bald ein Kind bekommt. Und irgendwelche sind ein paar wichtige Parts ja, ausgekraut, weggestrichen. Bin mal sehr gespannt. Machen wir hier erstmal auf. Voila. Erstmal ein Schluck Bourbon Whisky, the good stuff. Dann überstehe ich auch diesen Horrortrip. So. Wie wahrscheinlich in jedem guten Horrorgame sind so die ersten 10 Minuten easy going. Deswegen bin ich noch gerade recht zuversichtlich, dass ich hier nicht mir sofort in der ersten Folge schon in die Hose pissen werde. Ich werde aber alles für euch erkunden. Jede Ecke wird angeschaut. Oh, da wieder. So, nächste Tür. So, wir haben hier ein Bild. Irgendein Typ, der die Hand schüttelt von irgendeinem älteren Dude. Ich denke, das sind wir und wir haben uns selbst zerkratzt. Weggemacht, keine Ahnung. Geschirr. Geschirr. So, noch keine Horrormomente bis jetzt zu sehen. Ein bisschen Gewitter. Es blinkt draußen, flackert, aber Regen und gewittert triggert mich nicht, beruhigt mich eher. Also ein Stilmittel, was bei mir keine Anwendung findet. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingskämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu kleinen weiteren Maßnahmen außer einer, lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Okay. Wir hatten eine Ratte gesehen, das ist nicht fake. Ich habe eine Ratte gesehen, als ich reinkam. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton. Pesky Pest Schädlingsbekämpfung. Okidoki. Aber da sind wirklich Sachen, ich habe sie gesehen, Duet. Eine Uhr, die hier tock, tock, tock. Mann, so viele Türen und Wege. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt. Wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Aber wer? Wir hatten einen Diener, wir kommen da jetzt nicht rein, weil die Schlüssel im Büro sind. Okay. Ist das eine Besenkammer? Okay, da geht's in den Keller und ein großes Nope. Horror Games und Keller. Nope. Eine Uhr, die tickt. Schon ein bisschen Trigger, Trigger, Trigger. Oh, nur ein bisschen. Okay. Krass. Die ist zu. Zu. Was ist das für ein Geräusch? Klingt wie so ein Fliegeviech. Oder ist das der Regen, der gegen die Scheibe klopft? Okay, diese Frau, die da so singt, klingt ja schön, aber brauche ich nicht für meine Welt. Ist das meine Frau? Warum ist das so fucking dunkel hier überall? Okay. LOL! Mauserfallen over 9000. Fast, efficient and discreet. Little Winnie, Ihr Partner, haben Sie ein Brattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. Und vergessen Sie es. Okay, hab's vergessen. Schnell, effizient und diskret.
Geh mal hier rein und trigger ich die dann aus. Nice. Alle ausgelöst. Kettenreaktion. Aber hier kann man nichts mehr machen. Ah. Oh, Alter, Klos. Klos in Horrorgames. I hate it. Normal Dusche und Vorhang, aber hier haben wir es zum Glück nichts. Kling. Hört mal, ich erwarte, dass hier erstmal alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dann wird jeder Raum seinen eigenen Horrorspektakel bekommen oder so. Erhedet. Erhedet. Hier ist das Rattengift. Okay, Ratten bin ich kein Fan von. Klodeckel runterspülen. Ah, hier sind wir. Cool. I like it. Das ablaufen lassen, alles offen lassen, Licht an. So, ich würde sagen, das war's dann mit dem Playthrough. Wir haben uns leider nicht erschrocken, zum Glück. Puls nur einmal über 100, weil ich mir selber Stress gemacht habe. Was haben wir hier? Das ist ein Hundehalsband oder so? Oder ein Armreif? Oder ein dicker Arm. Das ist bestimmt irgendwo ein Halsband für ein Tier. Küche. Oh, eine schöne Küche. I like that. Da droht Wein. Schade drum. Squeeze. Squeeze. Okay, so weit. Oh, da oben haben wir was. Alles aufmachen. Wer The Sixth Sense kennt, ich mache alles auf. Erste Szene. Sixth Sense war ein krasser Film. Wisst ihr, warum der mich so fucking abgefuckt hat, der Film? Nicht, weil er irgendein Jumpscare, Horror, was auch immer. Allein die Vorstellung, was da ist, ohne dass man weiß, was es ist. Und das den ganzen Film über. Holy shit, hat er mich fertig gemacht. Also, wer den Film noch nicht kennt, ist ein sehr, schon ein älterer Film. 10, 20 Jahre? Keine Ahnung, 20 Jahre bestimmt. Mindestens. Aber holy shit, immer noch gut, immer noch gut. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst, also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichen Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon. Japs, in anderen Worten, geh mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Das ist aber eine gute Frau. Nice. Essen gemacht. Sagt mir, ich soll schlafen, du Trottel. Frische Zutaten. Wir können etwas wiegen lassen. I like that. Und Knoblauch. So. Und hier haben wir noch eine Vorratskammer. Leute, wenn ihr jemals eine Wohnung, Haus, was auch immer, ich kann Vorratskammer nur empfehlen. Das ist wirklich eine coole Sache. Sieht man immer seltener. Ich bin froh, dass wir eine haben. Vorratskammer, Hype. So, also wir haben die Wahl zwischen dem gruseligen Keller oder wir gehen in den ersten Stock. Kann man eigentlich rausgehen? Probably not. Ich entscheide mich für hochgehen. Fuck, der Keller. Alter, die Bilder, ey. Ich glaube, ich muss mehr auf die Bilder achten. So schön, schön gemacht. Ah, Kinderspielzeug, klar. Alter, das Kind sieht ja gruselig aus. Was soll das sein soll. Ich hasse Kinder, Figuren, alles. Kleine Puppen. Hate it! Boop!
Oh Gott, wegen so einem Schiss. Nein, Dave, kein Puls über 100 wegen einem fucking Piano. Ja, ich habe gerade nicht erwartet, dass der Deckel runterspringt. Entspann dich, entspann dich. Das sieht nicht gut aus. Da gehen wir auch nicht rein, zumindest nicht gleich. Ganze Nacht. Hab die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Okay. Was war das? Also, wir haben das gruselige Kinderzimmer oder unser Büro mit dem gruseligen Kind, das uns so anguckt. Das Bild ist das gleiche nochmal wie das hier. Also, wir dodgen erstmal den gruseligen Raum. Stilmittel, flackern. Okay, alles gut. Alles gut, soweit, so gut. Two Story, the Picture of Dorian Gray. Das ist das Bild, was da, das Buch, was da empfohlen wurde. Fucking unheimlich. Ah, hier war schon länger keiner mehr. Die Blumen alle rottig. Oh, hier ist ein Schlüssel. Wir haben den Schlüssel für unser. Wow, langsam, langsam, langsam. Einen Schlüssel für unser Büro gefunden. Für unser Atelier unten. So. Holy shit. Splattert. Und sie auch noch. Ja, gut. Shit. Da ist noch ein Brief. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Weshalb? Ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Alter, das Rotkäppchen sah echt abgefuckt aus. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, um. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Komm mal wieder klar auf dein Leben, du, dein alter Kumpel Liam Brixton. Verlagshaus, geflüsterte Geschichte. Okay, also wir haben wahrscheinlich irgendein schlimmes Schicksal erlitten und ja, mal schauen, ob die Frau gestorben ist, das Kind auch gestorben oder Geburt, was auch immer. Ich habe erfolgreich alle gruseligen Parts bis jetzt gedodged, nehme ich mal an. Wir sind nicht in den Keller gegangen, wir sind nicht ins Kinderzimmer gegangen, wir sind nicht in unsere Ehezimmer, Schlafzimmer der Frau, was auch immer gegangen, wo die singt. Ich habe mich erfolgreich im ersten Part gedrückt, im zweiten werde ich wahrscheinlich nicht so leicht davon kommen. Also wer das sehen will, schaltet wieder ein. Beim nächsten Part geht's genau hier weiter. Macht's gut. Bye bye, euer Brave Dave.